Meisters, unsere Majestät, Achtung, präsentiert das Gewehr. Guten Morgen, Schützenbrüder! Da wir eine Majestät haben, gehe ich eine Stufe tiefer. Ich begrüße alle nochmals recht herzlich bei hervorragenden Temperaturen für das Königsschießen. Und ich hoffe, dass wir vorab bei dem erstmalig durchgeführten Schützenfrühstück anregende Gespräche haben. Uns allen darf ich einen tollen Tag wünschen. Ich darf nicht mehr sagen, da ich mir das eingeteilt habe mit Elmar, dem König, der auch noch ein paar Worte sagen wollte. Seien Sie bitte ganz ruhig, die Stimme ist nicht mehr die beste heute Morgen. Elmar, bitte. Guten Morgen, Schützenbrüder. Soll ich übersetzen? Wir haben am Freitag bei Kellermanns Otto, unserem Vogelbauer, am Donnerstag war es. So sich die Zeit verliert. Haben wir den Vogel gekrönt. Das heißt, meine Frau, die Königin, hat den Vogel gekrönt. Sie hat den Vogel auf den Namen Elli getauft. Elli, E-L für Elmar, L-I für Uli. In diesem Sinne, ich hoffe, dass wir gleich einige Aspiranten unter der Vogelstange haben werden, die diesen stolzen A abschießen werden. Ich darf nun die Spielleutevereinigung, die Stadtkapelle,
die Bürger schützen. Unser schönes Städtchen Marstein hochleben lassen. Sie mögen dreimal leben. Mitbrüder, stillgestanden! Das Gewehr über! Links! Um! In Gleichen! Was? Thank you.
Stillstand! Das Gewehr! Über! Vogelträger, Vortreten! Achtung, präsentiert das Gewehr! Oben.
Ich komme hier jetzt schon, oder kommen hier die ersten Verpflichtungserklärungen mit Vogel abschließen, da sprechen wir gleich noch drüber. Sie werden vielleicht erstaunt sein, meine lieben Zuhörer, mich hier wiederzufinden. Ich selber bin auch ein bisschen erstaunt. Ich hatte noch am Samstag gesagt, das ganze Jahr habe ich gewartet, dass der eine oder andere herkommt und sagt, hör mal, kann ich das nächstes Jahr beim Vogelschießen machen? Und es hat sich nicht ein Mensch gemeldet. Und ich habe das am Samstag auch mit unseren Kameraden, wie auch Menken, unserem Geschäftsführer gesprochen, gesagt, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch unbedingt, dass sich noch einer meldet. So bin ich nun halt wieder hier. Sie sind auch wieder da. Ich denke mal, das sind die besten Voraussetzungen. Es ist eine ganz schön lange Liste von Schützen da. 17 an der Zahl wird mir gerade gesagt. Interessante Namen dabei. Zum Beispiel, das darf ich schon mal vorweg sagen, der Mann, der sich im letzten Jahr in die Herzen der Menschen geschossen hat, auch wenn er letztlich nicht getroffen hat. Es ist der König der Herzen. Ich weiß, viele Frauenherzen schlagen höher. Walter Rosner, sofort. Der Lockringer sorgt sofort für Unruhe wieder. Er hat das Zepter unten. Die 30 Liter Bier stehen auf das Zepter, gespendet vom Vogelschießclub. Den Gutschein nimmt Elmar jetzt in Empfang. Gut, da wird es nachträglich der König ein bisschen billiger. Den nächsten Schuss gibt ab der noch amtierende Junggesellenkönig Stefan Reinecke. So, wir gucken mal im Kasten, was oben noch hängt. Er sucht sich noch eine Kanone aus. Obwohl, in meinen Augen läuft das alle auf das Gleiche raus. Kaum zu glauben. Der Apfel ist unten. Jetzt sieht der Vogel schon ein bisschen nagelig aus. Und das auch auf den Apfel stehen 30 Liter Bier. Gespendet vom Stammtisch unterm Herrgottswinkel oder wie ich immer sage, die Heimatlosen. Seit sie bei Grafen ausgebürgert worden sind, beziehungsweise. Als nächstes legt an unser Oberst Jürgen Kieseler. Nicht der! So, den nächsten Schuss wird unser Pastor Josef Hirs abgeben. Seit neuestem Vorsteher des größten Beherbergungsbetriebes nach Schand. Wow! Hey! 50 Liter! Ziehen Sie ja die Krone runter. 30 Liter, Herr Pastor. Und gespendet diese passenderweise von den Junggesellenschützen. Für jedes Jahr. Ja. Oh Mann, ich will die Krone haben. Ja, aber wir müssen für den nächsten Jahr auch. Ja, ja. Die Krone ist bisher her. Ja. So, nun schaltet ein ganz alter Hase ans Gewehr. Voller Teller. Senior, in diesem Jahr 40-jähriger Jubelkönig. Und ihm folgt gleich nach Willy Wennemann. Ebenfalls Jubelkönig vor 25 Jahren bei Er Majestät. So, nach so viel Geistlichkeit kommen nun die weltlichen Würdenträger quasi zum Zuge. Herr Bürger, Senior sagt er auch. Herr Rus, noch hast du ein bisschen Zeit bis zur Rente. Bürgermeister Georg Joroschka. Als nächstes Ortsvorsteher Bernd Schaub. Wir sind im Fernsehen! Wir sind im Fernsehen!
habe die Liste von, ich habe jeden Tag geschrieben, eine Menge. Wie gesagt, mein Name wieder drauf, der König der Ärzte, so einer davon. Und wir wollen jetzt gleich mal anfangen. Und zwar Uwe Schulte. Junggesellenkönig des Jahres 86. Hau in den Tasten. Ich mach mich bloß nicht nervös, dass sie jetzt wieder Leute abhauen und man verliert sie aus den Augen. Ihr wisst, was das letztes Jahr alle mit nach sich gezogen hat. Moment mal, hier muss ich Einspruch erheben. Du bist nicht Werner. Sag mal selber, das ist doch Jürgen. Nun kommt Rainer Güst, das Hauptmann des Ostens. Uwe ist aber immer bereit, gut, kann man auch. Hau in den Tasten. Danach kommt Hans-Dieter Jochen. Ich mache eine Person von Hans-Dieter Jochen auf. Irgendwie muss das doch zu machen sein. Jetzt kommt Hans-Dieter selber, Hans-Dieter Jochim. Und Sie merken, meine lieben Zuhörer, dass das Vogelschießen spannender wird oder ernster wird. Hier wird schon wieder gestrichen, meine ich. Ja. Walter Rösner. Und dann ist Bernd dran. Walter, was bist du groß geworden? Da ist er. Wenn Hellas Konrad das Fernrohr auspackt, um da oben in den Kasten zu spähen, wissen wir alle. Oh. Walter in der Mitte. Bernd, ein paar noch in der Reihe, dann ist der Bock fit. Wie heißen diese Krimis sonst bei Hitchcock oder was? Der Mann mit den vielen Gesichtern? Der König, der aus der Kälte kam? Was haben wir denn überhaupt noch so auf der Liste insgesamt? Ich sehe bald nur noch Kulistriche hier. Drei Heißkisten. So, jetzt raten wir, wer ist jetzt dran? Walter Heller. Walter H. Ich denke aber, ganz allmählich ist es auch an der Zeit, dass der ein oder andere sich vom Platz noch hierher verirrt. Meine, es ist jetzt noch Zeit, sich spontan zu entscheiden. Und Walter Rösner. Hey.
mir wieder einen kleinen Kopf kürzer gemacht. Ja, was hat er eigentlich? Es rückt ihm langsam zu Leibe. Bauchschmerzen hat er mit Sicherheit schon. Und ich sage, das wird am Haus wohl noch dranhängen. Bei dem einen ist es ein Benz, bei dem anderen ein König. Das macht alle gar nicht so viel Fred. Das Einzige, was mir macht, dass er wieder in den Hofstadt schon rumläuft. Walter Heller, bitteschön. Die Feder drohend emporgerichtet, schreitet er ans Gewehr. Walter Heller. Wieder das gleiche Ergebnis. Michael Enste. Bitte melde dich. Er kommt auch gleich prompt. Das hat er sich ja zu Hause gelernt, sofort zu kommen. Der Schuss war nicht schlecht. Und Walter Heller. Noch stehen einige Schützen da im Korridor, die nochmal einen Schuss obläge. Ich nenne jetzt mal so Schmulge weg. Jochen Schnurbus, Hans-Dieter Jochit, Enzen Jüppe, Schulten Uwe. Ich habe da keine Zeit für Uwe. Wer will denn hier das alles machen? Ich kann ja nicht überall sein. Das ist ja bald wie zu Hause, ist das hier. Das ist Double. Ja, und ich brauche nichts Double mehr, das wird mir zu bunt. Das Leben ist so schon farbig genug, das reicht mir. Ja, komm, das mach ich. Ich kommentiere, du machst es schon. Komm, einmachst. Ja, ich sollte ja nur einen schweren Klaus in den Paragraphen. Los. So, macht's gut. Er hat mir dann doch das Mikrofon gegeben, weil der amtierende Prinz doch einen Schuss abgeben will. Rolf Tüllmann. Du darfst aber ruhig noch einen zweiten machen. Aber fast alle Schüsse haben bislang in die Mitte eingeschlagen. Das war für Walters Verhältnis ein ruhiger Schuss. Wir haben ja nun schon gewisse Routine. Aber Werner, ich schätze mal, man muss kein Hellseher sein. Du kommst nicht noch mal wieder jetzt, Schitz. So, hier heißt es, streng dich an, Walter. Hau rein. Wie, was ist jetzt? Verstopft? Und jetzt wird es höchste Zeit. Uwe Schulte legt noch einmal an. Das könnte das letzte Mal sein. Was ist denn jetzt auf Markt? Als Walter Heller schießt. Uwe Schulte möchte noch einen Schuss Riesen, schwarze Loch. Ja, die Schützen sind weg. Jetzt Walter Heller. Das war Jürgen Kiesler. Walter Heller tritt ans Gewehr. Walter würde sich freuen, Dankeschön. Walter würde sich freuen über ein bisschen Unterstützung noch. Ja, ja, gut, Dick will Weile haben, sagt der Volksmund, nicht? Und der andere ist auch wieder da, unser Erpel, Michael Enste. Mit Bianca, wie gesagt, das regle ich, dann passt das schon.
Ja, das weiß ich noch, Erpel. So, wo ist der andere Enste? Nein, ruft er und arbeitet sich gleich nach vorne. Das sind die besten Leute. Walter Heller schießt. Der hat den Rumpf getroffen, der hat gesessen. Und er schießt jetzt Walter Heller. Verdammt, sprach er an, als er von der Ente kam. Noch ist etwas im Kasten drin. Der neue Schützenkönig ist Walter Heller, Beisitzer im Vorstand der Bürgerschützengesellschaft, lange Jahre Offizier im Osten. Wir sagen eins, herzlichen Glückwunsch, Walter. Ich selber darf sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, für die Riesenbeteiligung heute. Alles Gute, einen wunderschönen Tag noch. Tschüss, bis demnächst.